Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 25 von Apfeltalk Live. Heute mit dem Thema Hackintosh. Hallo, herzlich willkommen Jasper auf unserem Sofa. Hallo Michi, ja. Ich bin fast schon festgewachsen, kann man sagen. Du kannst eigentlich auch hier bleiben. Ja, haben wir vor der Sendung besprochen. Ne? Ich werde dann so künstlich ernährt, bleib dann ansonsten still liegen. Ja. Aber nee, ich glaube, ich fahre dann doch nach Hause nachher. Ja, das geht ja jetzt auch früher, weil wir ja früher anfangen, live zu senden. Insofern kannst du auch eher ins Bett heute mal. Ihr habt gemerkt, es hat sich wieder ein bisschen was verändert. Wir haben ja gesagt, die Apfeltalk, die ATLN, wie wir sie ja nennen, verändert sich so sukzessive. Ein fast letzter Schritt ist dieser kleine, schöne neue Monitor, den wir jetzt für euch haben, statt des geliebten Apfeltalk-Schildes. Ja. Es ist aber nicht etwa im Müll gelandet. Es gibt es noch und wir werden es für euch auf jeden Fall aufheben und bestimmt an der einen oder anderen Stelle kommt es überraschend nochmal zur Geltung. Aber nicht heute. Möglicherweise schon sehr bald. Ja, möglicherweise schon sehr bald, dazu aber später mehr. Ja. Thema Hackintosh ist heute unser Thema. Auch ein toller Satz wieder mal. Dann reinmachen. Nee, Format. Typischer Format. Ich gewöhne mir, du machst es nicht mehr und ich habe jetzt den schwarzen Jesper auf. Nein. Also, Thema Hackintosh. Und ich muss dazu ein bisschen was sagen. Und zwar ist es so, dass wir, und das werdet ihr sicher verstehen, dass wir während dieser Sendung ganz sicher keinen Hackintosh bauen werden. Das schaffen wir allein schon von der Zeit nicht. Und ganz sicher werden wir auch keine Anleitung geben können, wie man einen Hackintosh baut. Denn erstens sind wir beide da viel zu blöd für. Und also ich zumindest, bei dir mag ich es nicht beurteilen, aber bei mir zumindest, ich bin zu blöd dafür. Und außerdem gibt es im Internet genug Anleitungen, wie das zu gehen hat. Und außerdem haben wir auch keinen hier, ne? Falls das jemand denkt, wir hätten da mal was vorbereitet. Nein, das haben wir nicht. Also wir haben auch kein Gerät hier und wir werden auch nicht Tipps verraten. Es wurde im Vorfeld auch in dem Thread gefragt, ja, wenn ich mir mal so einen Mac-Server nachbauen möchte, was kann ich da tun und so weiter. Bitte habt Verständnis dafür, dass wir da keine Tipps geben wollen und können. Das hat mehrere Gründe. Das hat einerseits eben die genannten, andererseits aber auch rechtliche Gründe. Das ist alles immer noch eine kleine Grauzone und da möchten wir euch nicht unbedingt sozusagen und uns natürlich auch nicht in Bedrängnis bringen. Aber natürlich ist das ein Thema, Hackintosh. Und zwar offensichtlich haben wir in ein Wespennest gestochen, denn wenn ihr mal den Thread bei Apfeltalk seht, da sind relativ viele Antworten, mehr als bei jedem anderen Thema, was wir je hatten. Also von daher scheint es euch zu interessieren und uns natürlich auch. Deshalb haben wir was anderes gemacht, haben gesagt, wenn wir das hier schon nicht selber bauen können, also während der Sendung wäre das auch Quatsch, ehrlich gesagt. Also selbst wenn wir es wollten, so ein PC zusammenschrauben während so einer Sendung ist derartig unspektakulär. Nein, wir haben gesagt, wir suchen Leute, habt ihr vielleicht auch bei Twitter verfolgt, wir suchen Leute, die schon mal sowas gemacht haben und möglicherweise auch schon so ein Hackintosh in Betrieb haben. Um nochmal zu sagen, was ein Hackintosh überhaupt ist. Ein Hackintosh ist ein aus Standard-PC-Hardware zusammengebauter Computer, auf dem Mac OS X laufen kann. Nichts anderes oder nicht mehr und nicht weniger. Denn wie wir alle wissen, setzt Apple seit vielen Jahren auf Standard-PC-Bausteine und Hardware. Und von daher schreit das ja quasi danach, dass man sich die Hardware einfach selber baut und die dann das OS X da drauf installiert. Aber das sei auch gesagt, in den Lizenzbedingungen der Software steht, die jeder nachlesen kann, dass OS X Software nur auf Apple Hardware laufen darf. Da steht nichts von kann, sondern darf. Mhm. Also insofern ist der Betrieb eines Hackintosh möglicherweise ein rechtliches Problem. Aber dann sagt man ja auch immer, wo kein Kläger ist, da ist kein Kläger, da ist kein Richter. Ne? Also wer soll das merken, ob ich jetzt da, interessiert Apple doch überhaupt nicht, ob ich da einen Hackintosh stehen habe oder nicht. Ja, stimmt. Möglicherweise interessiert es Apple nicht. Und ich bin auch kein Rechtsgelehrter, von daher kann ich es auch nicht beurteilen. Aber was ist zum Beispiel bei Updates oder wenn mal möglicherweise eine Störung auftritt, irgendwas nicht richtig läuft, man hat ja keinerlei Anspruch auf Support. Mhm. Insofern wird man da auch wahrscheinlich niemals richtig glücklich mit werden. Aber das werden wir gleich klären, denn dafür haben wir Leute in der Leitung gleich. Und wir sind einigermaßen glücklich darüber, wie tiefgehend und gut in dem Thread diskutiert wurde, vor allem auch eben um das Thema herum Legalität einer solchen Hackintosh-Angelegenheit. Ist es in Ordnung, sowas zu machen oder nicht? Es wurde gar nicht mal so sehr viel über Anleitung diskutiert oder wo man jetzt die Hardware herkriegt, welche speziell geeignet ist und so weiter, sondern überhaupt konkret um das Thema, ist es überhaupt sinnvoll, sowas zu machen? Kann man damit Geld sparen? Ist es legal? Also das wurde sehr, sehr tiefgehend diskutiert. Da ging es zum Beispiel auch um die Fragestellung, ist es denn überhaupt so, dass man eine Vollversion des Betriebssystems kauft bei Apple?
mittlerweile, oder ist es nur noch so, dass es sich um ein Update handelt? Mhm. Also man kauft gar keine Volllizenz mehr, beziehungsweise man kauft überhaupt keine, sondern man mietet die nur. Ja, genau. Solche Diskussionen liefen da, und das ist ja tatsächlich so, mittlerweile kriegt man das Betriebssystem ja nicht mehr als Datenträger, sondern man kann es nur noch runterladen. Ja, genau. Und die aktuellste Version, die meisten ja jetzt schon auch vermutlich installiert haben, Mavericks, die ist ja nun kostenlos sogar gewesen. Also da kann man von kaufen ja schon mal gar nicht mehr sprechen. Finden wir sehr gut, wie gut auch in diesem Thread eben diskutiert wurde. Richtig. Und ja, heute haben wir ein paar Gesprächsteilnehmer in der Skype-Leitung. Ja. Das werdet ihr inzwischen ja schon kennen, die ihr treu zuschaut, dass das eigentlich ganz gut klappt, wenn man das hier mit in Skype reinnimmt. Und da freuen wir uns dann gleich mal drauf. Du hast ein paar Leute akquiriert sozusagen. Ja, die haben sich gemeldet und ich habe da freudig zugesagt. Bevor es soweit ist, erstmal sind noch zwei Geburtstage zu feiern. Das machen wir jetzt mal ausgiebig. Und zwar zunächst mal feiern wir heute 33 Jahre Teletext. Ja. Das ist auch bekannt unter Videotext, also diese Schriften und Texttafeln, die man im Fernseher aufrufen kann. 33 Jahre gibt es das jetzt in Deutschland. Und ich habe mal in so einem Videotextgenerator das Apfeltalk-Logo eingespeist. Das sehen wir hier. Also so würde das dann... Oder würde das aussehen, wenn wir Videotextseiten hätten bei Apfeltalk oder wenn es Apfeltalk Videotextseiten gibt? Also herzlichen Glückwunsch auch an die ARD natürlich und auch ans ZDF, die das ja betreiben. Wunderbar. Dann gibt es noch einen Geburtstag zu feiern, und zwar auf den Tag genau, tatsächlich. Also als hätten wir es damals schon geahnt oder als hätte Apple es damals geahnt. Heute vor 30 Jahren gab es den ersten Macintosh. Und der wurde beworben in der Werbepause des Super Bowls. Und diesen Werbespot, den natürlich jeder kennt, den wollen wir uns eben noch einmal angucken. Und wir sagen herzlichen Glückwunsch Apple zum Macintosh. Und Ironie in der ganzen Sache, das im Zusammenhang mit 1984 zu sehen, wo wir doch heutzutage dank NSA-Affäre und allen möglichen Spionage-Sachen doch eigentlich viel weiter sind als 1984. Aber zumindest die Apple-Computer haben uns da wunderbar begleitet. Gut, es ist eigentlich an der Zeit, ich bin hier ja sozusagen der Skype-Master, uns jetzt mal mit dem ersten Kollegen zu verbinden, mit dem wir sprechen wollen. Das ist der Leon. Ich rufe den jetzt direkt mal live hier aus der Sendung an. Und ich hoffe, wir haben es ja schon mit ihm abgesprochen. Ich hoffe, dass das jetzt auch klappt. Hallo Leon, grüß dich. Du hast leider keine Kamera an deinem Gerät, aber wir haben freundlicherweise, hast du uns ein Bild von dir zur Verfügung gestellt, und dann können wir dich wenigstens da an der Stelle mal sehen. Also erstmal schönen guten Abend, schön, dass du da bist. Jo, danke. Dann, bevor wir mit dir reden, muss ich nur noch eben sagen, dass Skill of the Hill bei Twitter bei Livestream geschrieben hat, dass es ein schönes 8-Bit-Apfel-Logo ist. Ja, das ist in der Tat. Okay, Leon, du bist nicht nur Hackintosh-User, sondern du hast dir einen Hackintosh selber gebaut, ne? Genau, ja. Kannst du mal erklären, warum? Also, ich bin ja Schüler, ich bin 17 Jahre und da verdient man noch nicht so allzu viel Geld. Also, ich habe in den Sommerferien mal im Nebenjob halt dann ein bisschen Geld verdient und dann von dem Geld mir dann die Hardware gekauft und habe mich dann dazu entschlossen, anstatt 3 Jahre vielleicht auf den Mac zu sparen, dann gleich im ersten Jahr mir dann einen Hackintosh zusammenzubauen. Okay, und wir haben auch ein Bild davon, den muss ich nur mal kurz hier durch meine ganzen Bilder zappen. Du hast uns das freundlicherweise auch geschickt. Das hier ist er. Von innen sozusagen. Ja. Irres Kabelgewirr. Was war das Besondere? Gab es irgendwelche Schwierigkeiten, das Ding in Betrieb zu nehmen? Ja. Ja, okay. Also erstmal muss man sich extrem mit dem Thema auseinandersetzen. Also es ist sehr zeitaufwendig, jetzt einen Hackintosh erstmal zu bauen, auf jeden Fall. Also ich hatte am Anfang sehr viele Probleme. Man muss nämlich auch die passende Hardware kaufen. Ja. Also bestimmte Prozessoren natürlich, dann Grafikkarten gehen nicht alle sofort. Und da hatte ich am Anfang ein Problem mit der Grafikkarte und dann habe ich die auch zurückgeschickt. Und ja, also indirekt funktioniert der jetzt. Also ich habe jetzt eine Nvidia-Grafikkarte, eine GTX 660, und die ist overclockt und mit der komme ich ziemlich gut klar.
Also. Okay. Du sagst, es gab so Schwierigkeiten, die passende Hardware zu finden. Wie hast du das rausgefunden, also welche Hardware du konkret einsetzen musst? Ja, da gibt es im Internet ziemlich viel, wo man halt nachgucken kann, was für kompatible Hardware für ein Hackintosh, was es da so gibt. Also gibt es auch Tabellen und so weiter. Und wir machen erstmal dich wieder. Achso, hier. Der Hackintosh ist übrigens meiner, der weiße. Also, ach, Entschuldigung, das war grad nicht. Entschuldigung. Dann habe ich, dann zeigen wir den nochmal. Also ja. Auch noch ein bisschen mit Stil, so von innen. Ja, und, der ist und mehr so aufgeräumt. Ist etwas aufgeräumter, ja. Der sieht ja auch ganz schick aus eigentlich. Ein bisschen wie eine Waschmaschine oder ein Trockner von der Seite. Das ist ein bisschen despektierlich jetzt, oder? Weiße Ware. Ja, also der ist riesig. Achso, und jetzt noch das berühmte Thema Updates. Wie gehst du damit um? Geht das überhaupt? Ja, also es geht schon. Man muss halt bei Hackintosh sehr darauf achten, wie eigentlich, sollte man eigentlich auch bei jedem Computer auf Backups. Also klar, da muss man immer Backup machen, bevor man irgendwie dann das Update macht. Okay. Sonst geht's nicht. Ich bin zu faul gewesen, ich habe derzeit sehr viel Schulstress. Also mein Computer läuft noch, ich glaube, auf dem Anfangs 10.9. Okay. Ich weiß nicht genau, auf jeden Fall. Ja, war ich jetzt zu faul zu updaten, weil ich habe einfach, es ist ein bisschen zu zeitintensiv dann auch. Ja, klar. Aber sonst funktioniert es eigentlich ziemlich gut. So, dein Tipp, wenn du, würdest du Leuten empfehlen, ja, kann man machen, also baut euch so ein Ding oder eher, ja, spart ein bisschen länger und kauft euch dann ein Original. Was würdest du empfehlen? Ich hatte ja auch original Mac-Computer natürlich, also bevor ich das gemacht habe, sonst hätte ich auch das Betriebssystem natürlich gar nicht kennengelernt. Ich weiß nicht. Ich komme bis jetzt ziemlich gut damit klar und ich kann dann auch mit meinen Freunden auf einer Windows-Partition Spiele spielen, also über Online-Games. Und ich meine, für mich ist es jetzt gerade perfekt und ich weiß nicht, es ist extrem zeitintensiv, wenn man einen Hackintosh bauen will. Okay. Was soll ich sagen? Also, kommt immer drauf an. Okay, also, ja gut, kann man ja so als Erkenntnis erstmal hinnehmen, wenn man Zeit hat und auch so ein bisschen basteln möchte. Genau. Und Spaß dran hat, dann macht das auf jeden Fall. Ich denke mal, es war bestimmt auch dann letzten Endes ein Glücksgefühl, dass man das geschafft hat, dass es funktioniert hat. Ne? Ja. Also das erste Mal System hochfahren ohne irgendwelche Zicken, das war wahrscheinlich ein großer Moment. Auf jeden Fall. Weil, wenn dann das System, wie oft habe ich es neu gestartet? bestimmt 100, 200 Mal musste ich da schon irgendwie dann auch irgendwelche Codes eingeben, was weiß ich, sehr kompliziert. Mhm. Und dann fährt er hoch und es funktioniert. Ja, großartig. Okay, ja. Wir danken dir erstmal recht herzlich, dass du auch den Spaß hier mitgemacht hast und dass du uns deinen Rechner präsentiert hast. Aber klar. Und drücken die Daumen, dass er noch lange hält und dass du vielleicht irgendwann mal das Geld hast, dir ein richtig fettes, amtliches Original-Apple-Gerät zu kaufen. Auf jeden Fall, da spare ich natürlich auch drauf. Das freut uns. Okay, Leon. Mach's gut. Mach's gut, vielen Dank. Okay. Ciao. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, wir müssen ihn jetzt händisch aus der Leitung schmeißen. Das tun wir. Das ist nicht unhöflich gemeint. Du musst jetzt mal ein bisschen überbrücken, während ich den nächsten anrufe. Ja, Michael sucht jetzt inzwischen den nächsten raus. Ja, das ist natürlich wirklich dann eine Herausforderung, bestimmt für einige. Technisch gesehen, wir stellen immer wieder fest, dass auch sehr, sehr junge User, sehr junge Leute, jetzt nicht nur bedingt durch vielleicht einen Geldmangel oder so, dadurch bedingt ist, dass man noch nicht so viel durch Jobs irgendwie an Geld kommen kann, sondern einfach die Interessenlage ist da und sind wirklich sehr interessiert an technischen Herausforderungen und schaffen das dann auch. Genau. Da haben wir schon den nächsten in der Leitung. Da haben wir den nächsten in der Leitung, das ist der Matthias. Ja, hallo Matthias. Wir haben eben fälschlicher oder sagen wir mal verräterischerweise haben wir schon deinen Hackintosh gezeigt, weil wir dachten, das wäre der von Leon. Ich bin gerade etwas selber hier durcheinander gekommen. Aber wir zeigen dir nochmal die Bilder von deinem. Das ist der mit den blauen Lampen, ne? Kann das sein? Ja, genau. Okay, dann zeigen wir den jetzt mal. Nee, das ist, glaube ich, nicht der richtige. Oh, ich drehe durch. Egal. Ist auch egal. Wir wollen erstmal mit dir reden. Du bist auch nicht nur Hackintosh-User, sondern auch selber Bauer sozusagen, ne? Hast du ihn selber gebaut? Ja, schon mehrere auf jeden Fall. Schon mehrere. Kannst du auch dich, würde ich gerne fragen, warum? Warum hast du dir keinen Mac gekauft, also keinen echten Mac sozusagen? Also ich habe ein MacBook seit neuestem eigentlich erst
Und ein Hackintosh hatte ich mir gemacht, eigentlich um Final Cut eigentlich zu verwenden, weil ich gerne Videos schneide und sowas in der Art halt. Und da bietet halt Apple die besten Programme und ein Mac konnte ich mir halt damals nicht leisten. Ich bin noch Schüler und ja, dann hatte ich mir halt die Idee, mehr oder weniger ist mir dann gekommen, als ich das dann gelesen habe, so Artikel drüber und hatte das Ganze dann als Hackintosh umgesetzt. Okay, es kommt eine Frage, die gebe ich gleich mal an dich weiter, weil das so ein bisschen auch das Thema ist. Da fragt Mo111 bei Livestream, wie viel Geld spart man denn, wenn man sich so ein Teil baut? Im Vergleich also, also mein Rechner, den ich jetzt hier stehen habe, das ist ein Gmedion Gaming PC, eigentlich ein OM-System. Da habe ich eigentlich so gut wie gar nichts dran gemacht, außer die Grafikkarte gewechselt. Und der PC selbst hat 800 Euro gekostet und hat ungefähr die Leistung von dem Mac Pro, der jetzt abgesetzt wurde. Also noch dem alten. Also doch schon gar nicht mal so wenig, ne? Also der Gaming-PC hat was für eine Prozessorbestückung? Der hat einen i7, zweite Generation. Quad-Core? Ja. Ja. Okay. Okay, also das, was im Moment sozusagen unter meinem Schreibtisch steht. Jetzt hast du, du hast im Prinzip das Ding nur hingestellt, Grafikkarte gewechselt und ging? Ja, also eingeschränkt. Ich musste halt noch ein paar Sachen ändern. Ich musste noch ein paar Treiber installieren und sowas alles. Aber im Prinzip schon. Wie bist du, okay, woher hast du die Kenntnis oder woher weißt du, wie man das macht und wo man das bekommt? Also ich hatte mir halt im Internet, hatte ich dann so einen Artikel drüber gelesen, dass das funktionieren sollte. Mhm. Aber halt auch nur auf bestimmten Mainboards, was ja im Moment so aktuell das Problem ist. Hatte das dann mal ausprobiert, weil mein Mainboard, wie gesagt, ist halt ein OM-PC, der ist jetzt nicht wirklich super aufgerüstet, hat ein OM-Mainboard drin, ich habe immer noch keine Ahnung welches, konnte ich noch nie herausfinden. Aber hatte dann auf jeden Fall funktioniert und seitdem benutze ich das dann. Und es gibt wirklich ein paar sehr gute Anleitungen, noch im Internet oder irgendwo halt, wo man sich das super gut durchlesen kann. Dann hatte ich mir das alles so mit der Zeit selbst angeeignet, wie man das Ganze macht und dann so ein bisschen Routine reinbekommen. Und war das denn, klingt das ein bisschen so, als wäre das Zufall gewesen. Du hattest gerade noch diesen Gaming-PC und hast gerade, ich probiere es mal, oder hast du den speziell gekauft, um da auch einen Hackintosh draus zu bauen? Nee, es war sogar mehr Zufall. Also ich hatte erst den Gaming-PC gekauft und dann den Artikel gelesen. Dann habe ich gedacht, ach komm, kannst du auch mal probieren. Und das lief dann. Und es läuft sogar ziemlich gut. Okay. Reden wir gerade über diesen Rechner? Also ist das der Hackintosh, mit dem wir gerade sprechen? Nee, gerade reden wir über den MacBook. Okay. Weil mein Gaming-Rechner gerade ein bisschen noch gepflegt werden muss, weil ich vorgestern einen Festplattenabsturz hatte. Das passiert und, natürlich. Und ja. Da kann hier Jasper. Das passiert bei einem echten Mac auch, kann ich davon. Also meiner war ja nun inzwischen schon 4 Jahre alt. Ja. Und so lange Dauerbelastung hält so eine Festplatte eben einfach nicht aus. Da kommt noch eine Frage, die gebe ich auch mal an dich weiter. Jerome Schäfer fragt bei Livestream, wie kann ich Anschlüsse wie zum Beispiel Thunderbolt auf dem Hackintosh realisieren? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also mein Rechner hat eigentlich nur USB. Hm. Und ich habe Thunderbolt bis jetzt noch nie wirklich vermisst, weil mein MacBook hat jetzt auch Thunderbolt und wenn ich irgendwas über Thunderbolt halt habe, versuche ich das irgendwie, wenn es über eine Festplatte oder sowas ist, halt auf einen USB-3-Datenträger rüber zu kopieren, dann auf meinen Hackintosh. Hm. Aber da ich selbst kein wirkliches Thunderbolt-Gerät besitze, hat es mich bis jetzt noch nie wirklich gestört. Okay. Wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob es Thunderbolt-Steckkarten für einen PC gibt oder so, ob man das nachrüsten kann, keine Ahnung. Oder vielleicht, es gibt, glaube ich. Nee. Wüsste ich jetzt auch nicht. Es gibt, soweit ich weiß, gibt es Boards, die das haben. Also komplett neue Boards sozusagen. Okay, du, schon mal vielen Dank, dass du den Spaß mitgemacht hast. Und was ich noch fragen wollte, wie ist es mit Updates? Hast du das schon mal gemacht? Also ein Betriebssystem-Update, App-Updates sozusagen? Also die meisten App-Updates sind kein Thema. Die laufen einfach über den App-Store, so wie auf einem normalen Mac auch. Aber die Updates für OS X sind ein bisschen knifflig, weil es gibt dann halt immer die Probleme, dass dann teilweise die Treiber überschrieben werden, dann funktioniert das Ding nicht mehr richtig, muss man die Treiber neu installieren und dann ist es meistens am besten, es entweder so lange zurückzuhalten, bis es wirklich nötig ist, ein Update zu machen oder einfach versuchen und das Risiko eingehen, dass es eventuell neu installiert werden muss, weil das dann sonst nicht mehr bootbar ist. Okay, also ein gutes Backup sollte man immer in der Hinterhand haben.
Ja, entweder ein gutes Backup über dritte Programme oder halt auch Time Machine. Das funktioniert eigentlich auch meistens. Okay, aber das gilt ja generell im Prinzip für jeden Rechner, also nicht nur für Hackintosh. Ja. Dann auch dich noch ganz kurz, bevor wir dann Tschüss sagen, an dich die Frage, wie, wenn du mir, so, würdest du das empfehlen? Sollte man das als normalen Nutzer machen oder ist das eher nur was für Spezialisten, die zu viel Zeit haben? Also ich würde es empfehlen, wenn man sich ein bisschen mit PCs auskennt. Weil man muss halt ein bisschen wissen, welches Mainboard man hat, welche Grafikkarte, welchen Prozessorchip und sich ein bisschen reinlesen, wie das funktionieren sollte. Aber wenn man zum Beispiel ein MacBook hat, so wie ich, und dann nicht genügend Leistung, irgendwie Videos zu schneiden oder Fotos bearbeiten, was ich ja meistens mache, dann ist das eigentlich eine gute Alternative. Okay. Und ich würde es auf jeden Fall empfehlen, wenn man die passende Hardware dafür hat. Okay, ja, so klare Worte. Mhm. Okay, dann erstmal vielen Dank. Ja, gerne. Schönen Abend und danke, dass du mitgemacht hast. Ja, immer gerne. Okay, bis dann. Ciao. Ciao. Okay, das war der Matthias. Mhm. Auch ein junger Typ, ne? Ja, genau. Ist jetzt zwei junge Typen in der Leitung. Der nächste, weiß ich auch, ist auch ein junger Typ, so auch in dem Alter ungefähr. Also das sind diejenigen, die mit Sicherheit auch aufgrund der etwas schmaleren Geldbörse sich in dieses Abenteuer begeben und dann tatsächlich das auch realisieren können. Der eine hat es vielleicht ein bisschen leichter gehabt, jetzt gerade Matthias wohl offensichtlich einen Glücksgriff entweder mit dem Rechner getan oder tatsächlich auch ein bisschen Understatement hier geliefert, dass das wirklich richtig gut raus hat und ihm das sehr leicht gefallen ist. Da kommt der Nächste schon. Ne? Genau, wir haben den Nächsten in der Leitung, aber das, bevor wir zu ihm kommen, muss ich noch einen Tweet vorlesen, der von Psycho63, 63 ist ja schon, ich entschuldige mich, also von Fabian kommt der, der sagt noch ergänzend zu dem Gespräch eben mit Matthias, dass Medion-PCs oft Pegatron-Mainboards eingebaut haben und Pegatron, wissen wir ja inzwischen, ist auch ein, stellt ja unter anderem auch die iPhones her für Apple. Also möglicherweise herrscht da ein Zusammenhang. Diese hochinvestigative Frage werden wir selbstverständlich unbedingt sofort weitergeben an unseren nächsten Gesprächspartner, der jetzt, wie du schon richtig gesagt hast, in der Leitung ist. Das ist der Simon. Erstmal schönen guten Abend, Simon. Aus irgendeinem Grund hören wir dich gerade nicht. Hast du deinen Ton vielleicht abgeschaltet? Hast du deinen Ton abgedreht? Ich habe dich jedenfalls laut gemacht oder du bist sehr leise. Nee, das liegt aber nicht, diesmal nicht an mir. Ich bin unschuldig. So, ja, muss das jetzt gehen? Da bist du wieder. Ah, okay, dann drehen wir dich jetzt super, wieder aus. Okay. Okay, kann ja mal passieren. Also, schönen guten Abend, Simon. Ja, hallo. Also, gebe ich mal diese spekulative Frage an dich weiter. Meinst du, dass das tatsächlich sein kann, dass Pegatron-Mainboards deshalb auch funktionieren, weil Pegatron ein Hersteller für Apple ist? Das ist natürlich sehr gut möglich, aber genauere Informationen habe ich da jetzt im Grunde auch nicht. Also. Okay. Schwer zu sagen. Na gut, kommen wir zu sinnvollen Themen. Also du bist auch Hackintosh-User und auch genau. Du hast ihn dir selber gebaut, ne? Richtig, ja. Also das heißt selber gebaut. Also den PC selbst, den habe ich sowieso schon seit ungefähr 4 Jahren. Da hatte ich bis jetzt immer Windows drauf benutzt und seitdem ich ein MacBook Air habe, das ist jetzt so seit 4 Monaten der Fall und mich halt mit macOS beschäftigt habe, ja, habe ich mir irgendwann überlegt, komplett umzusteigen, weil beide Systeme parallel nicht so das Wahre sind, finde ich. Und deswegen habe ich dann überlegt, ja, jetzt einen Mac kaufen. Da kam eigentlich nur der Mac Mini erstmal in Frage und der ist eben von 2012, wo ja bald wahrscheinlich dann das Update kommt in 1-2 Monaten und das lohnt im Moment nicht zu kaufen, also habe ich mich mal am Hackintosh versucht. Und wie ist der Versuch so gewesen? Beschreib mal ein bisschen. Also es ist am Anfang wirklich ziemlich schwierig, sich da reinzulesen, wenn man nicht so viel Ahnung von der Materie hat, sage ich mal. Also ich bin technisch, sage ich mal, relativ begabt, aber ich hatte halt jetzt so keine Ahnung vom Hackintosh und ich hatte dann auch Hilfe, nämlich vom Matthias, den ihr hier vorher drin hattet. Okay. Mit dem habe ich dann auch viel geskypt, der hat mir viel erklärt und das war im Endeffekt auch dann der Punkt, ja, der mir da sehr gut weitergeholfen hat, dass es dann am Ende geklappt hat. Ich glaube, alleine wäre ich vermutlich gescheitert und hätte dann auch irgendwann aufgegeben. Es hat auch so schon, ich glaube, 3 Tage gedauert. Naja, bis es dann lief. Ja, erstmal, also ich hätte, glaube ich, 2 Jahre gebraucht. Ich habe neulich eine Woche gebraucht, um meinen regulären
Mac wieder in Gang zu kriegen. Also das finde ich relativ. Nun hat der Matthias ja eben gesagt, dass im Grunde die ganzen Infos ja im Netz stehen, dass man also im Grunde genommen da ein bisschen googeln oder in irgendwelchen Foren sich tummeln müsste. Aber offensichtlich reicht das ja nicht, weil man dann wahrscheinlich noch sozusagen auswählen muss, was ist denn die für mich wichtige Information oder wie siehst du das? Ja, es gibt halt unglaublich viele Informationen, aber eben auch viele Informationen, die nicht auf einen selbst zutreffen. Das Problem ist einfach, dass es eben so unglaublich viele verschiedene Hardware-Teile gibt, also eben verschiedene Mainboards etc. Und für jedes Mainboard gibt es halt teilweise unterschiedliche Programme, weil es mit dem einen Programm dabei nicht funktioniert. Da muss man eben auf andere ausweichen. Und generell kann es natürlich auch erstmal sein, dass sowieso die Hardware irgendwo inkompatibel ist. Man muss sich also schon wirklich sehr viel damit beschäftigen und erstmal gucken, ob die Hardware, die man hat, überhaupt kompatibel ist, ob es überhaupt möglich ist und dann natürlich auch gucken, was man genau da braucht. Ich muss zum Beispiel bei meinem Asus Mainboard erst noch das BIOS flashen, weil es ohne zum Beispiel gar nicht geht und man muss da halt wirklich erstmal so ein bisschen für seine Hardware gucken. Das klingt für mich ein bisschen so, als wäre möglicherweise das gar keine Kostenersparnis, wenn du gerade sagst, okay, ich muss dann erstmal mit den Mainboards rumprobieren, möglicherweise andere Grafikkarte, dann noch ein BIOS flashen, das kann ja auch immer mal schief gehen, dann hat man am Ende mehr Geld ausgegeben, als hätte man sich möglicherweise ein Original gekauft. Ja, das würde ich jetzt nicht direkt sagen. In meinem Fall war es ja, wie gesagt, so, ich hatte Glück. Diesen PC, den ich hier jetzt seit ein paar Jahren schon habe, der war eben ziemlich kompatibel. Also es läuft im Grunde eigentlich alles problemlos mittlerweile. Ansonsten muss man natürlich gucken, wenn man jetzt wirklich vorhat, sich einen Hackintosh zu bauen, also auch von der Hardware her, weil man sich eben keinen Mac kaufen möchte oder nicht kaufen kann, weil eben das Geld zum Beispiel fehlt. Dann muss man einfach vom Vorhinein mal gucken, was man an Hardware braucht, damit man dann eben wirklich ein hundertprozentig kompatibles Gerät da stehen hat. Okay. Auch an dich, weil wir tatsächlich so viele Gespräche haben, dass wir nicht beliebig lange reden können. Auch an dich die Frage, wie ist denn dein Tipp? Eher Hackintosh oder eher Original kaufen? Also ich favorisiere schon das Original, ganz klar. Also macOS läuft zwar auf dem Hackintosh auch ziemlich gut, aber es ist eben doch ziemlich schwierig, das Ganze zum Laufen zu bringen und es hat auch doch noch gewisse Einschränkungen, wie zum Beispiel die Sache mit den Updates oder auch ein Problem, was sehr oft auftritt, dass der Entschuldige, dass wir lachen, Matthias. Das habe ich im Moment zum Beispiel auch noch. Dann Matthias? Alle haben uns komplett neu. Simon, Entschuldigung, es sind zu viele Leute. Simon, kannst du das nochmal sagen, das Problem, weil da hat deine Skype-Verbindung leider gerade ein bisschen versagt. Oh, wo war ich denn gerade? Das Problem, was immer wieder auftritt. Achso, ich habe zum Beispiel im Moment noch das Problem, dass eben der Ruhezustand nicht funktioniert und da habe ich auch noch keine Lösung für gefunden und dann stürzt im Grunde, wenn der Mac in den Ruhezustand geht, stürzt das System ab, man muss komplett neu starten und so weiter. Das ist ja ein Traum. Ja, das ist gut. Das macht ja richtig Spaß. Ja, eben. Also so wirklich hundertprozentig funktioniert es bei mir zumindest noch nicht. Es gibt sicherlich Hardware, wo es dann wirklich zu 100% funktioniert, aber generell bevorzuge ich auch doch das Original. Okay. Simon ist übrigens, und man bemerkt, ich habe mir jetzt seinen Namen doch gemerkt, Simon betreibt eine eigene YouTube-Seite. Das hatte ich ihm versprochen, dass wir darauf hinweisen. Also wenn ihr mal den YouTube-Kanal von Simon angucken wollt, geht einfach auf itrate.de. Da gibt es den Link zu dem YouTube-Channel. Und da gibt es jede Menge Tech-Videos. Also gern mal angucken, habe ich auch schon gemacht. Gibt es einiges zu entdecken, auch über Macs und auch über iPhones und so weiter. Einfach und mal drauf gucken. Und bald auch über Hackintosh, kann ich schon mal gerade einwerfen. Siehst du, also auch da dann eine Quelle der Info auf der Seite itrate.de. Wir danken dir ganz herzlich fürs Mitmachen bei diesem kleinen Experiment. Ja, gerne. Und wir drücken dir die Daumen, dass du dann deinen Ruhezustand auch noch hinkriegst. Ja, vielen Dank. Okay, mach's gut. Ciao. Ja, bis dann. Schönen Abend. So, Jesper, jetzt bist du wieder gefordert. Ja. Ja, also wie gesagt, da merken wir auch die Jungs, vor allem Jungs. Und das sind jetzt die drei, mit denen wir gesprochen haben. Alle Jungs so in dem Alter so zwischen 15 und 20 Jahren alt, haben alle aber auch noch einen normalen Mac sozusagen. Ne? Alle einen Mac Pro oder einen MacBook Air oder sowas in der Richtung. Und wünschen sich dann vielleicht noch eine etwas leistungsfähigere Maschine, die aber bei Apple natürlich dann mal ordentlich Geld kostet. Also der, wie eben schon erwähnte, der jetzt abgesetzte Mac Pro, der war ja auch nicht günstig.
Jetzt der neueste, den gibt es in zwei Preiskategorien, wenn man so will. Der Mac Pro, der jetzt gerade rausgekommen ist, der fängt da eben ab 3.000 Euro an, geht über 4.000 Euro und dann ins Unendliche eigentlich. Das kann man sich nicht mal eben so leisten. Ne? Nee, genau. Dann wird's ja doch schnell sehr teuer. Ja. Und dann wäre es vielleicht doch sinnvoll, sich mit dem Original zu beschäftigen. Es kamen noch ein paar Nachrichten bei Livestream, die ich euch nicht vorenthalten will. Also Skill of the Hill schreibt, also wenn jemand einen Cinema-Display gehackintoscht hat, bitte ich um Infos. Ich weiß jetzt nicht genau, was man da hacken kann. Ja, aber er meinte, ich glaube, Bezug nehmend auf Thunderbolt. Ach so, okay. Na, dass man da nicht nur Thunderbolt-Sachen anschließen kann, sondern... Dass man dann eben anschließen kann an so ein Hackintosh. Okay. Ein Thunderbolt-Display. Ne? Wir wollen ja eigentlich keine Hardware-Tipps geben, aber Nein. Das ist ja so offen. Also die meisten Gigabyte-Mainboards funktionieren offensichtlich. Mhm. Das ist ja jetzt nichts Spezielles. Matt Manu schreibt, ich verstehe das ganze Problem nicht. Ich habe vor 4 bis 5 Jahren einfach das alte Laptop vom Kumpel hergenommen und OS X installiert. Ja. Ja, perfekt. Okay, wir sind heute sozusagen in ein bisschen im Skype-Stress, muss man fast sagen. Wir haben ja jetzt schon 3 Skype-Gesprächspartner durchgezogen und das waren, wie du ja schon richtig sagst, sozusagen Amateure im Sinne von, das waren Privatleute, die das sozusagen gemacht haben, weil sie eben entweder Spaß an der Sache haben oder eben Geld sparen wollen. Aber wir wollen. Ich möchte da vorher noch eine kurze Quintessenz aus diesen 3 Gesprächen ziehen, nämlich die da lautet, dass es 2 Hauptgründe wohl gibt, sich so ein System zusammenzustellen. Einer ist tatsächlich der Kostenfaktor. Ja. Das heißt, die 3 Jungs haben in den meisten Fällen auf einen vorhandenen PC zurückgegriffen, den sie schon in der Bude stehen hatten und wollten mal probieren, also die Herausforderung. Also Geld und Herausforderung, das zu schaffen. Das würde ich jetzt mal so festhalten als die Hauptbeweggründe, so ein Hackintosh-System mal aufzusetzen. Das klingt logisch irgendwie. Aber um jetzt dann nochmal die Einleitung nochmal zu machen. nein, völlig richtig. Es ist so, wir wollen das Ganze abrunden mit einem Gespräch mit einem Profi. Und dazu sind wir sehr dankbar, dass wir den Kollegen Benjamin Kraft in der Leitung haben. Er ist Redakteur beim Magazin Mac and I vom Heise Verlag. Und er ist jetzt in der Skype-Leitung. Also schönen guten Abend, Herr Kraft. Hallo. Das ist sehr schön, dass Sie heute Abend nochmal Zeit für uns finden und sozusagen in der Warteschlange der Skype-Gespräche auch so brav in der Leitung geblieben sind bis jetzt. Jetzt zunächst mal so aus professioneller Sicht. Wir haben jetzt darüber geredet, dass man da Geld sparen kann und dass man möglicherweise mal so eine Grafikkarte tauschen muss und bestimmte Mainboards funktionieren und manche nicht. Aber wir haben einen Aspekt, haben wir gar nicht beleuchtet. Man installiert ja darauf dann eben ein Betriebssystem von Apple, wo ganz klar in den Lizenzbedingungen steht, dass die nur auf Apple-Hardware laufen darf. Und jetzt gibt's, jetzt kursiert in den Foren, wenn man so sich so ein bisschen damit beschäftigt, immer so dieses Gerücht, man könnte ja die Euler, also die allgemeinen Geschäftsbedingungen oder die Lizenzbedingungen in Deutschland, die würden in Deutschland nicht gelten, weil man die nicht vorher lesen kann und man kann es stumpf einfach machen, weil das alles ungültig ist. Nun wissen wir auch, wir nicht, Sie nicht, wir sind alles keine Anwälte, wir können das sicher nicht rechtlich beraten, aber das ist doch nicht mehr so, dass man die Euler nicht mehr einsehen kann heutzutage, oder? Das ist richtig, es gibt dieses Argument, das ist inzwischen eigentlich nicht mehr so stichhaltig, aus einem ganz einfachen Grund. Die letzten paar Versionen, ich meine, das ist spätestens seit Mountain Lion der Fall, wenn nicht sogar davor, dass man über den App Store die neue Version bezieht. Das heißt, wenn man die installieren möchte, sich herunterladen möchte, sieht man im Vorfeld die End-User License Agreement, das ist die Lizenzbedingungen. Man darf davon also ausgehen, wer sich die anzeigen lassen kann, kann sie auch lesen und wer sie abnickt, der tut das in vollem Einverständnis. Das heißt, diese Argumentierung, die ist eigentlich heute nicht mehr zulässig. Wenn, sage ich mal, nicht mehr so gegeben. Also mit anderen Worten, und da steht ja drin, man erwirbt kein Eigentum an der Software. Also wie gesagt, es ist keine Rechtsberatung hier, um Gottes Willen. Also wer sich da rechtlich wirklich absichern will, der muss mal einen Anwalt konsultieren oder einen Softwareanwalt, der sich damit auskennt. Aber so von meinem Verständnis her bedeutet das, ich erwerbe kein Eigentum an dieser Software und von daher, ich darf sie benutzen. Und wenn da steht, ich darf sie nur auf Apple-Hardware benutzen, ja, dann ist das eben so. Ne? Mhm. So wird es sein. Aber jetzt mal nochmal zu den Erfahrungen mit Hackintosh. Also die Kollegen, mit denen wir eben gesprochen haben, die haben alle gesagt, ja, das läuft so und wir sind da ja auch so ein bisschen freakig. Aber was sagen Sie denn als Profi? Ist das überhaupt eine Möglichkeit, so ein Ding zu benutzen? Laufen die stabil? Wie ist das mit Updates, so gerade wenn Apple ein neues Betriebssystem rausschmeißt?
Eine ganz einfache Antwort gibt es da nicht. Es gibt einen guten Grund, das zu machen, und das ist der Basteltrieb. Wenn man Spaß dran hat, zu basteln, zusammenzuschrauben, zu experimentieren, die Zeit hat, das so ein bisschen als Hobby betreibt, ist das ein sehr guter Grund, sich einen Hackintosh zu bauen, wie ich finde. Das macht ja auch Spaß. Ich selbst habe auch schon mal ein bisschen damit ein bisschen auseinandergesetzt. Danach habe ich jetzt den Rechner gewechselt und kann nicht mehr basteln, weil die Komponenten, wie vorhin schon gesagt, nicht mehr ganz die passenden sind. Aber immer zwischendurch juckt es mich auch in den Fingern. Ist es jetzt sinnvoll, sich einen zu bauen? Das ist immer, wie gesagt, was man damit machen will, ist der Anspruch, der entscheidet. Wenn man bereit ist, viel Zeit zu investieren, wie meine Vorredner schon gesagt haben, in der Komponentenauswahl, bei den Updates und so weiter, vielleicht ein bisschen eine höhere Schmerzgrenze hat, dann spricht da nichts gegen. Aber ja, es ist nicht so pflegeleicht wie ein ganz normaler Mac, weil man eben doch gucken muss, wie vorhin schon gesagt wurde, werden die Treiber überschrieben. Wird vielleicht dann irgendwann, wie es bei Jailbreaks der Fall ist, auch mit Absicht irgendwo eine kleine Stolperfalle eingebaut. Da könnte man jetzt ins Gespräch bringen, es wird darüber diskutiert, ob Apple ab der nächsten Betriebssystemgeneration 10.10 signierte Kernel Extensions einführen möchte und damit eben dieses Umgehen bestimmter Sachen erschwert. Andererseits, ob das was wird, also ob es überhaupt passiert, das weiß noch keiner. Ob es wirksam ist, sowas Ähnliches sehen wir auch auf Windows. Da werden auch Treiber signiert und dann kann man das auch umgehen. Also ja, das ist reine Spekulation. Man muss ja auch dazu sagen, viele sagen, wieso, ich kann doch Windows auch auf jedem Computer installieren, wie ich möchte. Im Gegenteil, das ist ja sogar gewollt. Ne? Ich baue mir meinen Rechner selber. Aber bei Microsoft, das ist eine ganz andere Firmenphilosophie. Die setzen halt voll auf Software. Ne? Da ist es klar. Ich kaufe mir die Software oder beziehungsweise ich erwerbe die Software mit dem Recht, die dann auf einer kompatiblen Hardware zu betreiben. Bei Apple ist das eben anders. Ist ja auch so, der Software von Microsoft, also ein Betriebssystem, kostet Geld. Ja, also neuerdings muss man es bei Apple ja nicht mehr bezahlen. Das OS ist kostenlos, das Update. Ne? Und da ist doch ganz klar, es geht Apple natürlich darum, um die Hardware zu verkaufen. Wie ist denn da Ihre Einschätzung? Wird es das nächste, also Sie sprachen von 10.10, wird es das auch kostenlos geben? Was meinen Sie? Ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, diesen Schritt zurückzumachen und zu sagen, ab jetzt nehmen wir wieder Geld dafür. Okay. Die Entwicklung war ohnehin schon so, es wurde immer preiswert. Das waren, glaube ich, mal $30 oder Euro, ja, und dann war es noch mal ein bisschen weniger und jetzt ist es kostenlos. Da wird der Firma Apple es sehr schwer fallen zu sagen, jetzt nehmen wir wieder Geld dafür. Ja. Man muss ja auch unterscheiden. Ich denke mal, so ein Apple-Nutzer behält seinen Rechner auch ein bisschen länger als der bastelnde Windows-Nutzer. Ja. Nicht der vielleicht normale Heimanwender, der sich auch die Kiste hinstellt und dann ein paar Jahre lang benutzt. Aber jedes Mal, wenn ich mir einen neuen Mac kaufe, dann ist da ja auch das aktuelle Betriebssystem drauf. Das stimmt. Und quasi das eingebaute Upgrade. Also, ja. Gut, ich glaube nicht, dass es deinen Schritt zurückgeben wird. Da bin ich schon mal sehr glücklich, wobei ehrlich gesagt mir auch die 30 Euro nicht wehgetan hätten. Das war ja sogar tatsächlich wirklich 30 Euro, dann 17 Euro irgendwas und dann nur noch 0 Euro. Ja. Nee, das ist ja auch richtig. Apple hat ja die Philosophie, sie verdienen halt mit den anderen Inhalten, die sie verkaufen. Jetzt nochmal eine andere Sache. Wir hatten das in den Vorgesprächen mit den Menschen eben auch immer das Thema, Geld zu sparen. Also klar, ich kaufe mir billigere Komponenten und baue daraus meinen Hackintosh. Gibt es auch Gegenbeispiele? Also kann es auch sein, dass ich, wenn ich mir einen Hackintosh baue, mehr Geld ausgebe, als wenn ich mir das Original kaufen würde? Da würde ich sagen, dass das auf jeden Fall möglich ist. Es ist die Frage, wie genau man sich jetzt an die Vorgaben seitens Apple hält. Wenn man wirklich versucht, den aktuellen Mac Pro nachzubauen, so wie er gebaut ist, natürlich im Rahmen dessen, was man überhaupt als Privatperson kaufen kann, dann wird es sehr schnell sehr teuer. Wenn man sich allein anschaut, die Grafikkarten, die verbaut sind, die zwei Stück, das sind äquivalent FirePro V9000 von AMD. Die kosten in der Variante, wenn man im Preisvergleich mal schaut, ich muss noch mal kurz auf meine Liste spicken, zusammen kosten die 6.000 Euro, also jeweils 3.000 Euro das Stück. Dann dazu ein Prozessor, der große Xeon, der 12-Kerner, der kostet dann ungefähr 2.200 Euro. Das heißt, wir sind schon bei über 8.000 Euro und haben noch nicht mal angefangen, den Rest zusammenzustellen. Es fehlt RAM, uns fehlt eine SSD, uns fehlt ein Gehäuse, ein Netzteil, alles fehlt noch. Ja, da wird es dann schnell sehr teuer. Ob man da gespart hat, ist dann die große Frage. Eher nicht. Wenn man natürlich sagt, ich nehme die Consumer-äquivalenten Gegenstücke, also ich nehme die Radeon statt die Fire Pro, dann wird es deutlich preiswerter. Ja.
Aber ob man das, dann hat man, da kann man ja auch gleich bei Windows bleiben. Ja, oder einen alten Mac Pro kaufen. Ja, ne? Genau, und man kauft den ja wegen der Leistung, genau. Ja, ja, Jasper, da hast du ja doch Geld gespart. Puh. Ja. Der Kollege Frau Merz hat sich nämlich einen Mac Pro bestellt. Mhm. Genau. Ja, den hatten wir vor kurzem hier im Test. Das ist ein sehr schönes Gerät. Und was man, so ein paar Punkte, die oft bei Hackintosh-Gesprächen unter den Tisch fallen. Ich wollte jetzt die Freude nicht abwürgen, aber das wollte ich noch mitteilen. Den Faktor Zeit bei der Auswahl und der Pflege, den haben wir schon besprochen. Die Ästhetik fällt oft unter den Tisch. Apple-Geräte sind halt einfach schön. Der Mac Mini ist unheimlich klein, da gibt es wenig, was mithalten kann. Der iMac ist ein unheimlich schönes All-in-One-Gerät. Und dann haben wir den Mac Pro. Oft jetzt als Eimer verspottet schon, ja. Aber der ist hier in der Redaktion, wir sind alle schon so ein bisschen, sag ich mal, abgebrüht. Wir kennen neue Hardware, wir sehen das jeden Tag. Und doch, viele Kollegen haben echt hier durch die Tür den Kopf gesteckt und haben geguckt, wo steht er denn? Oh Gott, ihr Chef, tut mir leid, wenn jetzt alle sich einen Mac Pro kaufen wollen in der Redaktion. Das wird toll. Ich glaube, da sagt er mal schlank nein. Das glaube ich auch. Was unglaublich ist, die Lautstärke. Das Ding wird einfach wirklich erst dann, wenn man ihn richtig lange und richtig doll triezt, laut. Ansonsten hört man ihn gar nicht. Können Sie noch so ein bisschen länger über den philosophieren, weil der Kollege wartet schon seit Monaten darauf. Ich glaube, das würde mich richtig freuen. Ja, also ich warte im Prinzip seitdem das Ding angekündigt wurde. Und da hat Apple ja mal richtig gemein schon im Juni das Ding angekündigt für Herbst 2013. Das haben sie mal gleich gar nicht gehalten, den Termin. Und dann haben sie gesagt, kommt noch im Dezember. Der ist null im Dezember gekommen. Und bei mir ist es sogar erst der Fall, im März wahrscheinlich, weil ich das nochmal stornieren musste aufgrund einer Fehlbestellung. Es wird langsam echt happig. Aber was würden Sie, um jetzt nochmal vom Hackintosh kurz weg, würden Sie, wem würden Sie denn diesen Pro empfehlen? Also ein Original meine ich jetzt. Mir als Privatanwender, bringt der mir was oder ist das eher Quatsch? Er bringt jedem was, der daran sparen kann, so widersinnig das jetzt auf den ersten Blick klingt, wenn er mehr Geld ausgibt und dafür halt einen professionellen, schnellen Rechner bekommt. Wenn man wirklich in der Lage ist, durch mehrere Kerne, durch Ausnutzung der CPU, der GPU natürlich, also durch OpenCL und solche Dinge, Berechnungen und Bearbeitung schneller abzuschließen, Geld zu sparen, dann ist das auf jeden Fall eine lohnende Investition. Für den Privatanwender eher nicht. Man hat ja, sage ich mal, so gewisse Vorurteile, Fotostudios, Zahnarztpraxen, die bauen sich gern so ein iMac hin, weil er schick aussieht. Mhm. Und wenn man dann auf die andere Seite guckt und schaut, was da auf dem Bildschirm gerade läuft, dann sieht man oft nur Windows. Da ist es echt, ja, rausgeschmissenes Geld, würde ich sagen. Ja, der sieht schick aus, aber das ist dann wirklich... Na gut. Quatsch. Also dafür ist er auch zu teuer, ehrlich gesagt. Das ist für Power-Anwender. Wobei, da muss ich jetzt eine kleine Kritik loswerden, was mich stört. Ich habe einen Kommentar geschrieben, in dem ich das auch so formuliert habe, was mich daran stört. Obwohl das ein wirklich schönes Gerät ist und das beeindruckend ist, wie viel Leistung auf diesem kleinen Raum untergebracht wurde und wie leise der dabei ist. Wo soll ich denn meine ganzen Projekte, die ich als professioneller Anwender habe, unterbringen? Meine Fotobibliothek, meine HD-Filme, die ich schneiden soll, nicht nur HD4K, die sind ja riesig. Das stimmt. Nicht auf der 1 TB integrierten SSD. Wahrscheinlich nicht, nee. Das wird auf dem Thunderbolt NAS, was dann brüllend laut daneben steht. Und vor allen Dingen ordentlich nochmal fast das gleiche kostet wie der Mac Pro selber. Ja, richtig. Da kommt noch eine Frage im Livestream, die ich gerne an Sie weiterreichen möchte. Kann man OS X in einer virtuellen Maschine installieren? Witzig, ich habe gerade heute Morgen mit einem Kollegen gesprochen. Die offizielle Version lautet nein, man darf OS X nur in OS X virtualisieren. Das heißt, ich kann mir eine VirtualBox nehmen und ich darf es auf einem Mac installieren und im Mac noch ein Mac emulieren. Also auf dem OS X Server oder auf dem OS X Client, das ist kein Problem. Auf Linux, Windows und sonstigen Betriebssystemen darf ich es eigentlich nicht. Das hatten wir ja vorhin schon mit dem, darf nur auf Apple Hardware laufen. Okay. Es gibt wohl gerüchteweise, ich darf mich jetzt sowas nicht äußern, gewisse vorgefertigte virtuelle Maschinen, die man findet. Okay. Es geht also, man muss ein bisschen suchen und ich will das jetzt auch keinem empfehlen. Nein. Aber gehen tut es wohl, aber genauere Anweisungen kann ich auch gar nicht geben, weil ich es nicht weiß. Aber es geht wohl. Okay, aber selbst auf einem Mac macht das ja vielleicht Sinn, also auf einem Originalgerät, um einfach mal ein zweites Betriebssystem zu haben, wo man mal Sachen testen kann, ohne gleich seine produktive Maschine zu zerschießen. Also insofern würde das vielleicht Sinn machen. Und VirtualBox ist ja eine kostenlose Umgebung. Und da kann ich Sie übrigens beruhigen, da wenn man VirtualBox auf Windows oder auf Linux installiert,
nimmt sie auch gar keine, erlaubt sie gar nicht, einen OS X zu virtualisieren. Es geht gar nicht. Es geht einfach gar nicht. Richtig. Das ist, also insofern kann man sich da gar nicht irgendwie einen Fehler begehen. Okay, Herr Kraft, vielen Dank, dass Sie diesen kleinen Talk heute Abend mitgemacht haben und dass Sie vor allen Dingen noch so lange in der Firma geblieben sind. Kein Problem. Ist ja ein spannendes Thema. Bin ich auch mit Begeisterung dabei. Das freut uns sehr. Deswegen wollen wir Ihnen jetzt aber den Feierabend gönnen und sagen vielen Dank. Vielleicht sieht man sich mal wieder, bestimmt auf der CeBIT, da bin ich ganz sicher, sind Sie sicher auch verpflichtet werden, zu arbeiten. Dann sehen wir uns vielleicht da. Ich danke Ihnen, wünsche einen schönen Abend. Ciao. Ihnen auch. Dankeschön, tschüss. 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 So, dann schmeißen wir den jetzt aus der Leitung. Vorher, jetzt möchte ich noch sagen, einer unserer Redakteure, der uns die ganze Zeit freundlich auch mit Kommentaren versorgt hat, der Philipp Schwinn, hat auch einen Hackintosh gebaut und hat uns da auch Fotos von geschickt. Die wollen wir wenigstens noch zeigen. Der hat nämlich das Gehäuse eines alten G5 genommen. So eins habe ich auch noch stehen, inklusive der Hardware da drin. Und hat daraus einen Hackintosh gebaut, indem er den Apple-Kram rausgeräumt hat und da ein Standard ein Standard-PC-Motherboard eingebaut hat. Aber es ist ein Hackintosh im Macintosh-Gehäuse. Mhm. Sowas finden wir natürlich auch ganz schick. Also ein Schaf im Schafspelz sozusagen. Ja, und damit sind wir tatsächlich am Ende. Wir haben tatsächlich das geschafft, 4 Skype-Gespräche in einer Apfeltalk-Live-Sendung durchzuziehen und das auch noch fast pünktlich zu beenden. Ja. Insofern ist das schön. Diesmal gibt es also dann auch kein Webfundstück der Woche. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Philipp für die Kommentare. Natürlich auch bei euch, dass ihr uns so reichhaltig kommentiert habt. Und wir machen uns jetzt daran, den Podcast und das YouTube-Video fertigzustellen. Und ich freue mich, dass du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und dann machen wir eine wunderschöne neue Sendung. Genau. Dann sagen wir jetzt schon mal tschüss, liebe Gemeinde. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis Freitag. Ciao. Ciao.